Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Deutschkurs Interaktiv. Am Montag nicht nur mit lustiger Frisur, sondern auch mit Live-Übertragung bei FS1 im Fernsehen. Hallo liebe Fernsehzuseher und Zuseherinnen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch aus Lehen aus Salzburg. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt zu uns auf die Facebook-Seite zu kommen. Denn auf unserer Facebook-Seite könnt ihr mit uns gemeinsam jetzt beim Quiz mitmachen und alle, die jetzt auf Facebook sind und FS1 empfangen können, können auch auf dem großen Fernsehbildschirm die Fragen ansehen. Ja, was machen wir heute? Das Quiz für alle, Deutschkurs interaktiv. Ja, das ist die Facebook-Seite und das mit FS1 habe ich schon gesagt. Also, es wird so sein, wir werden uns heute sehr viele Fragen ansehen und ihr wisst ja, nach Ablauf des Zählers gibt es immer die richtige oder die richtigen Antworten. Gleich eines vorweg, ich kann euch nicht streicheln, ihr seid so weit weg. Ja, deshalb, bitte lobt euch selbst, wenn ihr etwas richtig hattet, nehmt das Herz-Emoji. Wenn ihr etwas falsch hattet, nehmt bitte das traurige Gesicht. Denn dann haltet ihr für euch euren persönlichen Erfolg fest. Aber was sage ich? Zuerst sage ich mal Hallo an alle, die schon eingeschaltet haben und zugeschaltet haben. Zum Beispiel Dieter, hallo, und Siese und Aufsperrdienst, hallo. Schönen guten Abend und Salma und alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Hallo und herzlich willkommen. Die erste Aufgabe ist schon hier. Nur eine Antwort ist korrekt und das ist unsere Aufwärmrunde. Ich lese vor. Aufgabe 1. Nur eine Antwort ist korrekt. Die Katze muss nüs nüs nü, der Hahn kräht und die Kuh muss nüs nüs nü. Was ist richtig? 1a. Die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. 1b. Die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. 1c. Die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. Oder doch 1d. Die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. So, ich starte den Zähler. Wie immer gibt es 3 Minuten Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Tipp jetzt die richtige Antwort in die Kommentare, denn nachher kann man immer sagen, ja, ich habe es gewusst. Ja, macht nichts, wenn du etwas falsch machst, denn dann weißt du, was du in dieser Woche noch lernen kannst. Also, schauen wir mal. Salma schreibt 1D, Rita tippt auf 1C, Farah schreibt, die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. Dein Satz ist fehlerfrei. Moda tippt auf, oder Hanna, entschuldige, Hanna tippt auf C, Tinlam tippt auf. Deine Haare sehen sehr kreativ aus. Ja, das ist am Montag, ist das immer so. Ich sage immer so, wenn die Haare nicht mehr ins Bild passen, dann muss ich zum Friseur gehen. Hallo Anna, schönen guten Abend, mach gleich mit. Benita tippt auf 1C. Anna schreibt, einen wunderschönen Sommerabend an alle. Dir auch einen wunderschönen Abend. Habe ich den Sommerbeginn verpasst? Wann ist der Sommerbeginn? Heute? Ja, heute. Ja, dann einen wunderschönen Sommerbeginn. Marussia tippt auf 1C, Morte auf A, Heber auf 1C, Lal auf 1C, Moda auf 1C, Doris auf 1C, Dieter auf 1C, Christina auf Hallo und 1C, Hallo, guten Abend zurück, Azur 1C, Mustafa tippt auf 1C, Sonnes auf 1C, Arona schaut zu, mach gleich mit, beantwort die Frage, du hast noch eine Minute und 30 Sekunden Zeit. Tai, hallo, schönen guten Abend. Sie haben eine schöne Frisur. Die Frisur, eine Frisur, eine schöne Frisur. Denk bitte auch an den Punkt am Ende des Satzes. Vielen Dank übrigens. Slavica schreibt 1C, Tinlam tippt auf A und Dieter, die Katze miaut, der Hahn kräht und die Kuh muht. Du hast das Komma vergessen und den Punkt am Ende des Satzes. Das sind zwei sehr... Das sind zwei sehr schwere Fehler.
Ja, bei einer Prüfung bekommst du dort einen Punktabzug. Bitte sei vorsichtig, mach die Zeichen. Flotilda schreibt 1C, Tinlam 1C und Tiana, schönen guten Abend an alle, auch an dich. Schönen guten Abend, mach gleich mit. Diese Frage kannst du ganz schnell beantworten. Ja? 1a, 1b, 1c oder 1d. Was ist korrekt? Das ist hier die Frage. Farid tippt auf 1c und in Marokko ist es 1a. Das musst du mir bitte erklären. Ach so, du meinst, weil man in Marokko miaut mit J schreibt. Ah, jetzt habe ich was gelernt. Ja, jetzt, Moment. Marigone. Marigone meint 1C und Ivi schreibt guten Abend. Schönen guten Abend. Die Zeit ist abgelaufen und die richtige Antwort ist natürlich 1C. Ganz genau, Taco. Das ist richtig und Jana natürlich auch. Jawohl, die nächste Aufgabe ist schon ein bisschen schwieriger. Was passt hier alles? Hier kann eines richtig sein, hier können alle richtig sein oder eine, ja, oder zwei oder drei, so wollte ich sagen. Hier, also ich sage es nochmal, entweder ist eine Antwort korrekt oder es sind zwei oder es sind drei oder sogar alle vier. Schaut genau, was ist hier richtig? Ich starte den Zähler sofort, denn sonst vergesse ich wieder. Genau. Und lese die Aufgabe nochmal in Ruhe vor. Und zwar, was passt alles? Nis, 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 geht es? Nis, 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 nis. 2a. Mir geht es gut. Punkt. 2b. Worum geht es denn? Fragezeichen. 2c. Was geht es auf? Fragezeichen. 2D. Wer geht es in den Park? Fragezeichen. Ja, welche Antwortmöglichkeiten sind korrekt? Es kann eines richtig sein. Es können zwei richtig sein. Es können drei richtig sein. Oder sogar alle vier. Schauen wir mal, was hier so kommt. Der Fahrer schreibt, mir geht es gut. Worum geht es denn? Das sind zwei korrekte Sätze. Moda schreibt 2a, 2b. Lala 2a, 2b. Sise 2d. Ivi meint 2a, 2b. Mitsibonis, nein, Diana, entschuldige. Diana schreibt, hahaha, alle. Schau bitte nochmal genau. Monte tippt auf 2b, also nur 2b. Diana tippt auf 2a und 2b. Raida auf 2a und 2d. Sonder ist auf 2a, 2b, 2d. Taco auf 2a und 2b. Christine auf 2a, 2b. Slavica auf 2a, 2b. Farid auf 2a. Marussia auf 2a, 2b. Nitisch, hallo, dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du tippst auf 2a, super. Estrella. Ich glaube, Estrella ist dein Vorname. Ja. Tippt auf 2a. Salma tippt auf 2b und 2d. Benita auf 2a, b, c. Dita auf 2a. Mir geht es gut. Schön, das freut mich, dass du auch gleich antwortest. Dann Tinlam 2a, 2b. Monte 2a, 2b. Nitish 2a, 2b. Tai 2a, 2b. Dann Mustafa auf 2a, 2b, Aufsperrdienst auf 2a, 2b, 2c, Malak auf 2a, 2b und Ferranita, entschuldige, Ferranita 2a. Ob das richtig ist? Vielleicht sind auch zwei richtig oder drei. Bitte überlegt nochmal, alle, die nur eine Antwort getippt haben, bitte überlegt nochmal, ob ihr wirklich alle Antworten gefunden habt, die korrekt sind. Aufsperrdienst überlegt nochmal. Azur schreibt 2a, 2b und Aufsperrdienst schreibt 2a, 2b sowieso, aber 2c oder 2d? Ja, das ist die Frage. Die Zeit ist abgelaufen und die richtigen Antworten sind 2a und 2b. Also, ich lese sie vor. Mir geht es gut. Punkt. Worum geht es denn? Ja, hier geht es zum Beispiel
ums Deutsch lernen. 2c, was geht es auf? Ja, da könnte das Fragepronomen falsch sein. Man könnte zum Beispiel sagen, wie geht es auf? Man meint dann zum Beispiel eine bestimmte Schachtel, vielleicht ist sie versperrt oder sie hat ein Zahlenschloss. Wenn man da überlegt, na, wie geht denn die auf? Wie geht denn das auf? Wie geht es denn auf? Dann geht das schon. Wer geht mit mir in den Park? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber was rede ich? Die nächste Aufgabe wartet auf uns schon und ich schalte den Zähler aus dem Bild, damit ich in Ruhe die Aufgabe vorlesen kann. Aufgabe 3. Also, was passt alles? Hier kann wieder eines richtig sein, alle zwei oder drei, ja? 3a, entschuldige, 3a, welcher Hemd willst du? 3b, welches Hemd willst du? 3c, wessen Hemd ist das? 3d, wessen Hemd ist er? Gut überlegen, ich starte die Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Aufgabe 3, was passt alles? Was passt alles? Und die ersten Antworten kommen schon. Lana tippt auf 3b und 3c, Fjoral auf 3b, Christine auf 3b, 3c, Marte auf 3bc, Fjoral ergänzt noch 3c, Taco 3b und 3c, Sonders 3b, 3c, Farid 3b, 3c, Moda tippt auf 3a, 3c und 3d. Martina tippt auf 3b und 3c. Veranita 3b und c. Slavica 3b, 3c. Benita 3b, 3c. Ebenso Marussia und Tiana. Farah schreibt, welches Hemd willst du? Wessen Hemd ist das? Beide Sätze hast du völlig fehlerfrei geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Flotilda schreibt 3b. Raida 3b, Diana 3b, 3c, Wang 3b, 3c, MK 3b, 3c oder Ho, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, vielleicht schreibst du es mir in die Kommentare. Lasa oder nein, Marian, entschuldige, Marian tippt auf 3b, 3c, Dinlam 3b, 3c, Aufsperrdienst schreibt 3b, 3c, Adice 3b, 3c, Janice Top One Teacher schreibt 3b, 3c. Fatma, guten Abend, 3a, 3c. Und Azur tippt auf 3b, 3c. Nina tippt auf 3a. Eine kleine Zwischeninformation. Wenn dein Kommentar hier nicht sichtbar ist, ja, ich sehe es dann trotzdem nach diesem Stream. Facebook filtert die Kommentare, deshalb kann ich nicht alle sehen, aber mach dir nichts draus. Spätestens nach diesem Stream schaue ich mir alle Kommentare nochmal an. Dann Estrella tippt auf 3b und 3c, Ismail 3b, Mustafa 3b, 3c, Doris auf 3a, Daniela auf 3b, 3c. Dieter, welches Hemd willst du? Wessen Hemd ist das? Beide Sätze sind fehlerfrei. Herzlichen Glückwunsch. Mohammed tippt auf 3b, 3c. MK, danke für die Information, MK. Jetzt werde ich mir das merken. Diana, D, gehet auch. Wie kommst du darauf? Tinlam tippt auf 3b und 3c. Jetzt ist es etwas ruhiger geworden. Moda, Hanna, entschuldige. Hanna schreibt, welchen Hemd willst du? In diesem Satz gibt es 1, 2, 3 Fehler. Bitte schau nochmal genau, vergleiche jetzt mit den richtigen Antworten. Aufgabe 3, was passt alles? 3b, welches Hemd willst du? Man könnte auch sagen, für welches Hemd entscheidest du dich? 3c, wessen Hemd ist das? Oder man könnte auch sagen, wem gehört dieses Hemd?
Wessen Hemd ist er? Ich weiß, es gibt Sprachen, die haben den sogenannten Teilungsgenitiv. Da sagt man dann auch nicht, ich habe drei Kinder, sondern mir sind drei Kinder. Oder ich sage es jetzt im Dativ, ja, aber da gäbe es dann eine Genitivkonstruktion. Das ist in der deutschen Sprache absolut unüblich. Das verwenden wir nicht. Die nächste Aufgabe, und jetzt geht es regulär weiter. Ich schalte den Zähler aus dem Bild und lese vor. Aufgabe 6. Was passt alles? Mösmösme, Bäcker oder Bäckerin. Mösme, man immer sehr früh. Mösmösme. Was passt hier alles? Hier kann eines richtig sein, hier können zwei richtig sein. Drei, vier oder, ja, oder vier. Genau, 6a. Als Bäcker oder Bäckerin muss man immer sehr früh aufstehen. 6b. Wenn Bäcker oder Bäckerin, müsse man immer sehr früh aufstehen. 6c. Wenn Bäcker oder Bäckerin, müsse man immer sehr früh aufzustehen. 6d. Als Bäcker oder Bäckerin, muss man immer sehr früh aufzustehen. Was ist alles korrekt? Hier kann eines richtig sein. Hier können alle richtig sein. Eines ist mindestens korrekt. So, MK tippt 6a, Sumbul tippt 6a, Lala 6a, Christine 6a, Marussia 6a. Die Zeit muss ich starten. So. Und Lasa tippt 6D, Sondos 6A, Slavica 6A, Benita 6A, Adice 6A, Moda 6A, Morte ebenso, genauso wie Fatma. Fahrer schreibt, als Bäcker oder Bäckerin muss man immer sehr früh aufstehen. Dein Satz ist völlig fehlerfrei. Dann Abdi Jabbar, nein, Osman, entschuldige, tippt auf 6A. A, Farid auf 6a, Jack auf 6a, Tiana auch. Moment, was ist dein Vorname? Schreib es mir bitte in die Kommentare. Ist Kamal Kant oder Jane dein Vorname? Nina tippt auf 6a. Jetzt kommt ein Name, den ich leider nicht lesen kann. 6d, 6d. Du schreibst es zweimal. Aufsperrdienst tippt auf 6D, Gulam auf 6A, Daniela auf 6A, dann Marigoné tippt auf 6A, Jaiman tippt auf 6A, Mustafa, den Namen Mustafa kann ich auch nicht lesen, aber Mustafa hat es mir mal gesagt, 6A, Fahim oder Ahmad, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, tippt auf 6A. A, vielleicht ist beides dein Vorname. Daniela tippt auf 6a, dann du schreibst nochmal 6d und dann 6a, aber ich kann deinen Namen immer noch nicht lesen. Bo tippt auf 6d, Zeynep auf 6a, 6d, Malak auf 6a, dann Sadia 6a, Nifa tippt auf 6a, Frederik tippt auf 6a, Yusuf auf 6a und Ahmad Chatsu. Hallo Ahmad, mach gleich mit und beantworte die Frage. Und schreib mir auch in den Kommentaren mal, wie es dir so geht. Ahmad hat ja bei uns beim B1-Kurs mitgemacht, und zwar bei B1 und also bei B1.1 und bei B1.2. Und mit ihm haben wir die Ausspracheübungen gemacht. Genau. Ja, dann schreibt jemand, ich vermute 6a und 6d, aber ich kann deinen Namen leider nicht lesen. Vielleicht kannst du mir schreiben, wie du heißt, dann merke ich mir das. Flotilda tippt auf 6d, noch ungefähr 30 Sekunden. Dieter tippt oder schreibt, als Bäcker oder Bäckerin muss man immer sehr früh aufstehen. Du musst man mit einem N schreiben. Das ist ein unpersönliches Pronomen und funktioniert wie er, sie oder es. Ja? Dann Kamal Kant oder Jane tippt auf, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, ich gehe mit der 6a. Ich gehe mit der, das ist Englisch. In der deutschen Sprache sagen wir das nicht. In der deutschen Sprache sagen wir, ich nehme die Antwort 6a.
Benedetto schreibt Hallo, hallo und schreibt, wie geht es dir? Danke der Nachfrage, mir geht es sehr gut. Macht Fragezeichen. Hussein, hallo, danke, dass du es mir dazu geschrieben hast. Schönen guten Abend. Und Taku schreibt 6a, die Zeit ist abgelaufen und die richtige Antwort ist 6d. Als Bäcker oder Bäckerin muss man, nein, natürlich nicht, muss man immer sehr früh aufstehen. Da habe ich mich geirrt, es ist 6a. Aber heute geht ja alles schief. Ja, die richtige Antwort war 6a. So, also, ich hoffe, dass jetzt nichts mehr durcheinander kommt. Nein, wir können niemals nur 2 Minuten nehmen, weil bis die Antwort bei euch ankommt, dauert es schon mal 45 Sekunden. Ja, also. Hussein schreibt noch schöne Grüße. Ja, schöne Grüße zurück. 7, Aufgabe 7. Was passt alles? Könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür müssen? Aufgabe 7. Was passt alles? Könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür müssen? 7a öffnen, 7b zu öffnen, 7c öffnend, 7d geöffneten. Was ist hier korrekt? MK tippt auf 7b, Taco auf 7b. Moment, der Zähler muss gestartet werden. Dann Moda tippt auf, entschuldige, Taco 7b, Hanna auf 7b, Christine auf 7b. Ich nehme die 7b ohne Artikel. Ich nehme 7b. Dann ist es richtig und mach bitte einen Punkt am Ende des Satzes. Sonders tippt 7b, Farid tippt 7b, Benita sagt 7b, Frederik 7b, alle tippen, Sege tippt auch auf 7b, genauso wie Fahrer, Slavica, Marussia, Malak, dann Marigone, Diana, Lala, Jack, Flotilda, Morte, Mist, ich habe deinen Namen vergessen, Moment. Hussein, genau, so, Hussein. Auch. Dann Nina 7b, Bo 7b, genauso wie Sadia, Tinlam. Ihr seid euch da einig, oder? Mustafa, Nifa auch, genauso wie Marian, Joelma, Aufsperrdienst, Josef. Ihr Aufsperrdienst lacht, Dako, Azur, Daniela. Und jetzt meint, Moment, Hussein, ja, ne, doch, anders, A ist richtig, Daniela tippt auf B, Aditya auf A, Zeynep auf B. Noch 1 Minute und 10 Sekunden. Könnten Sie mir bitte, wie ist das richtig? 7a, könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür öffnen? 7b, könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür zu öffnen? 7c, könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür öffnend? 7d, könnten Sie mir bitte dabei helfen, die Tür geöffneten? Gulam meint 7b. Ob das richtig ist, wer weiß das schon? Benedetto fragt, haben Sie einige Videos? In denen Sie einen Grundkurs machen. Ja, schau auf dieser Seite nach diesem Video. Da gibt es die Playlists unter dem Punkt Video. Da klickst du einfach auf unser Bild und dann auf die Videos und dann gibt es verschiedene Playlists. Da kannst du vieles raussuchen. Dann Diana tippt noch 7b, Amr tippt. Schreibt noch zu öffnen und Fahim oder Ahmad, ich weiß nicht, was dein Vorname ist, 7a. Und zu öffnen ist richtig. Wir brauchen eine Infinitivgruppe mit zu. Könnten Sie mir bitte die Türe öffnen? Das kann ich schon fragen. Könnten Sie mir bitte helfen? Könnten Sie mir bitte die Türe öffnen? Ja?
könnten öffnen. Könnten Sie mir bitte die Türe öffnen? Das kann ich schon fragen. Dabei helfen braucht die Türe zu öffnen. Die nächste Aufgabe, Aufgabe 8. Jetzt kommt eine Ausfüllaufgabe. Schaut es euch genau an. Ich werde es nicht vorlesen, weil ich kann die Punkte, Fragezeichen, Kommas oder nichts nicht vorlesen. Ja, deshalb starte ich jetzt gleich die Zeit und schalte es ins Vollbild, damit ihr das gut sehen könnt. Und dann könnt ihr das, ja, wie sagt man, für euch gut sehen, wie das genau läuft. Also, einen Augenblick. Ich mache es groß. Ich hoffe, das ist der richtige Knopf. Ja, das ist der richtige Knopf. Schaut es euch in Ruhe an und ihr bekommt von mir nur die Antworten vorgelesen. Also, ja gut, den Text kann ich schon lesen. Was fehlt hier alles? Natürlich wäre es wichtig, den alten Kasten noch vor Weihnachten zu entsorgen. Was fehlt hier alles? Natürlich wäre es wichtig, den alten Kasten noch vor Weihnachten zu entsorgen. Was ist hier richtig? Ja. Taco schreibt 8b, Marussia meint 8b, Christine meint auch 8b, dann Nina tippt auch auf 8b, Farah auf 8b, Luca tippt auf 8b, ebenso Sondos. Schaut bitte ganz genau und überprüft nochmal eure Antwort. Slavica tippt auf 8b, Moda auf 8b, Joama auch. Dann Kamal Kant, ich weiß nicht, ob das dein Vorname ist, ja, schreibt, ich nehme 8b. Du hast schon wieder den Punkt vergessen. Bei einer Prüfung ist das ein Punktabzug. Nur damit du das weißt. Wenn du bei einer Aufgabe 6-mal den Punkt vergisst, dann fällst du durch. Da kann alles andere richtig sein. Benita meint 8c. Nifa meint 8b, Morte 8b, Fahim meint 8b oder Ahmad, ich weiß nicht, was dein Vorname ist. Diana tippt 8b, dann deinen Namen kann ich leider nicht lesen, kyrillische Buchstaben kann ich nicht lesen, aber du tippst 8b, Hussein tippt 8c, Farid tippt auf 8b und 8c, Saadia tippt auf 8b, Mustafa tippt auf 8b, Fahim 8b, Mohammed tippt auf 8b, Kamal Kant macht den Punkt, brav. Lala tippt oder schreibt, was fehlt hier alles? Natürlich wäre es wichtig, den alten Kasten noch vor Weihnachten zu entsorgen. Ich habe geschrieben, aber die Variante konnte nicht finden. Wie meinst du? Meintest du vielleicht, ich habe es bereits geschrieben, aber die Variante wurde nicht angezeigt, meinst du das vielleicht? Lasa meint 3c, Daniela meint 8c. Ah ja, Kamerkan, dankeschön, jetzt weiß ich es mit Sicherheit. Tinlam schreibt 8c, Daniela 8b, Frederik 8c, Jack, ich nehme 8b, Punkt, und Bo schreibt 8c. Und die richtige Antwort ist 8b. Also, wer das von euch richtig hatte, drückt das Herz-Emoji. Lobt euch bitte selbst. Ihr wisst ja, ich kann euch nicht streicheln. Ihr seid so weit weg von mir. Die nächste Aufgabe. Wie schreibt man es korrekt? Das lese ich jetzt aber nicht vor, sonst wisst ihr sofort, wie man das korrekt schreibt. Es gibt 3 Minuten Zeit. Ihr wisst ja, egal ob eine Aufgabe einfach ist, oder ob sie schwierig ist, es gibt immer 3 Minuten Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Schreibt den Satz in die Kommentare. Ja, da muss man jetzt genau schauen. Es gibt nur 3 Minuten Zeit, ist also eigentlich nur mehr 2,5 Minuten. Ich zeige es euch größer. Ja, es ist viel zu klein. Moment, also. Ich schalte es ein bisschen größer ins Bild,
dann könnt ihr das gut sehen. Hallo, schönen guten Abend, Armin. Mach gleich mit. Schreib den Satz korrekt. Ja, denk an alles. Denk an die Satzzeichen. Braucht man da ein Komma? Braucht man da ein Fragezeichen? Braucht man da einen Punkt? Schaut es euch genau an und schreibt es in die Kommentare. Keine Sorge, die Auflösung gibt es dann nachher, wie immer, ja. Aber, ja, jetzt denkt die schon nach. Soll ich es mal vorlesen? Ja, also wenn nur mehr eine Minute auf der Uhr steht, dann lese ich es vor. Hallo Sue, schönen guten Abend. Wie lautet der Satz? Schreib den ganzen Satz. Denk an Satzzeichen, Komma und was immer du alles so brauchst. Daniela schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Nina denkt sich, oh mein Gott. Ja, jetzt kommen die Antworten. Lasa schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Zwei Fehler. Einmal musst du etwas groß schreiben und einmal musst du etwas klein schreiben. Dann Lala schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ein Fehler. MK schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ein Fehler. Taco schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ein Fehler. Moda schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ein Fehler. Luca schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ein Fehler. Christine schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Zwei Fehler. Benita schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Korrekt. Lana schreibt, atemberaubend, Punkt. Mit dem kleinen Buchstaben. Mit wem? Kleinen Buchstaben. Sondos schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Korrekt. Joama schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Korrekt. Taco schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Korrekt. Lasa schreibt, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Korrekt. Und die richtige Antwort ist, schaut nochmal genau, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Hinweis, es sind aber auch das Fragezeichen möglich, aber auch das Rufzeichen. Zum Beispiel, wenn jemand das in den Raum hinausbrüllt, dann macht man das Rufzeichen dazu. Und das Fragezeichen macht man dazu, wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, das war so fantastisch, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Und dann kann jemand sagen, der Gesang der Interpretin war atemberaubend. Ja, das ist so dieses unsichere Fragen zum Beispiel. Oder aber auch nochmal das Nachfragen. Ja, da gibt es auch das Fragezeichen. Man muss nur wissen, wie man es dann richtig deutet. Jack schreibt, ich weiß nicht, was diese Wörter bedeuten, um sie buchstabieren zu können. Buchstabieren geht ganz einfach. Dora, Emil, Richard, Gustav, Emil, Siegfried, Anton, Nordpol, Gustav, Dora, Emil, Richard und so weiter. Aber vielleicht meintest du, um sie richtig schreiben zu können. Vielleicht meintest du das. Ein kleiner Tipp. Du kannst nach diesem Stream dir diesen Stream nochmal anschauen. Dann schreibst du alle Wörter auf, die du noch nicht kennst. Und dann kannst du sie dazulernen. Die nächste Aufgabe wartet auf uns. Aufgabe 10. Und zwar müssen wir noch Einkauf erledigen. Was passt alles? Das ist die Frage. Ich starte die Zeit. Und zwar jetzt und lese vor. Aufgabe 10. Was passt alles? Müssen wir noch Einkauf erledigen. 10a. Später plus müssen plus das. 10b. Nachher plus müssen plus den. 10c. Bis morgen plus können plus den. 10d. Morgen plus sollen, plus das.
Was passt alles? Hier kann eines richtig sein, hier können alle richtig sein, hier können nur zwei passen oder sogar drei. Vorhin noch dieses der Interpretin. Eine Interpretin ist jemand, der interpretiert. Mit interpretiert meinen wir Musik singt, ein Musikstück, nein, wie sagt man, ein Lied singt, interpretiert. Ja? Und Interpreten und Interpretinnen bekommen ein Lied und dann wird das interpretiert. Dieses der Interpretin, das war Genitiv. So, falls ihr hier eine Tonstörung hören könnt, in der Küche wird gerade gekocht. Ja, Morte tippt auf B und C, Lasa auf 10D und 10C, Tiana auf 10B und 10C, Gonul tippt auf 10C, Marussia tippt auf 10B und 10C, Fatma tippt auf 10A und 10D, Luca tippt auf 10b und 10c, Frederik auf 10a und 10d, Bo tippt auf 10c, Zege tippt auf 10b, Mustafa tippt auf 10b und 10a, Saadia tippt auf 10b und 10c, Moda tippt auf 10b und 10c, Nina tippt auf 10c, Christine tippt auf 10b und 10c, Joima tippt auf 10a, Daniela auf 10b und 10c, noch 43 Sekunden, Gulam tippt auf 10b und 10c, Tilam auf 10a und 10d, Zeynep auf 10b und 10c, Taco auf 10b und 10c, Frederik auf 10c und 10b, Adige auf 10b und 10c, Sondos auf 10a und 10d, Fahim auf 10c, MK auf 10c, und deinen Namen hast du mir schon gesagt. Moment, lass mich überlegen. Schreib ihn am besten sicherheitshalber immer dazu. Du tippst auf 10D, Jack auf 10A und 10D und Emanuela tippt auf C, auf A bis D. Ja, die Zeit ist abgelaufen und die richtige Antwort ist B und C. Und zwar... Nachher müssen wir noch den Einkauf erledigen oder bis morgen können wir den Einkauf erledigen. Ja. Die nächste Aufgabe. Aufgabe 11. Wie nennt man dieses Konstrukt? Aufgabe 11. Wie nennt man dieses Konstrukt? Ich starte die Zeit sofort. Aufgabe 11. Wie nennt man dieses Konstrukt? Peter ging mit seinem Vater spazieren. Ist das 11a? Konjunktiv 1, Präsens aktiv. 11b, Indikativ Präteritum aktiv. 11c, Konjunktiv 2, Präsens aktiv. Oder 11d, Imperativ Präteritum passiv. Ich wiederhole. Wie nennt man dieses Konstrukt? Peter ging mit seinem Vater spazieren. 11a, Konjunktiv 1, Präsens aktiv. 11b, Indikativ Präteritum aktiv. 11c, Konjunktiv 2, Präsens aktiv. 11d, Imperativ Präteritum passiv. Christine schreibt 11b, Taku schreibt 11b, Fatma schreibt 11d, Gulam. Applaudiert und meint cool. Sondos tippt 11b, Monte tippt B und C. Hier ist nur eines richtig, man kann das Konstrukt nur auf eine Art nennen. Dann Sophie schreibt B, Benita schreibt 11b, Zege meint 11d, Sadia 11b, Moda meint 11b, Tina meint 11b, Emka meint 11d, Soma meint 11b, Fatma meint 11b, sowie Emanuela, Lasa meint aber 11a, dann Nina meint 11b, Tiana auch, Azur auch, Gulam auch, Amru auch, Bo meint auch 11b, Johanna schreibt, ich denke, es ist 11b, dein Satz ist fehlerfrei, Hossein schreibt 11b, Jack schreibt 11b,
Und Hussein, sowas, genau, schreibt 11b. Und Nelly schreibt 11b. Noch ein paar Sekunden. Atice meint 11b. Mathe tippt auch auf B. Noch 45 Sekunden bis zur richtigen Antwort. Mathe tippt auf B, das habe ich schon gesagt, und Zeynep 11a. Peter ging mit seinem Vater spazieren. 11a Konjunktiv 1 Präsens aktiv. 11b Indikativ Präteritum aktiv. 11c Konjunktiv 2 Präsens aktiv. 11d Imperativ Präteritum passiv. Sini schreibt 11b und die richtige Antwort ist 11b, Indikativ, Präteritum, aktiv. Wenn du das jetzt richtig hattest, lobe dich selbst. Ich kann dich nicht streicheln. Du bist ja so weit weg, indem du das Herz-Emoji drückst. Und in der Zwischenzeit lese ich die neue Frage vor. Aufgabe 12. Wie nennt man dieses Konstrukt? Das Auto war gerade in die Garage gefahren worden, als die Polizei eintraf. Ich wiederhole. Das Auto war gerade in die Garage gefahren worden, als die Polizei eintraf. 12a Imperativ Plusquamperfekt Vorgangspassiv. 12b Indikativ Plusquamperfekt Zustandspassiv. 12c Indikativ Plusquamperfekt Vorgangspassiv. Oder 12d Konjunktiv 2 Plusquamperfekt Vorgangspassiv. Gulam sagt ja. Ich glaube, es ist Plusquamperfekt. Lasse tippt 12b. Oh, die Zeit muss ich starten. Ich habe die Zeit gar nicht gestartet. Ja, die Zeit läuft. Ja, also Jack schreibt, der Name, wie immer man ihn ausspricht, wird auf Deutsch so übersetzt. Doppelpunkt. Der Treff ist in Kurzem. Aha, interessant. Interessant. Christine meint B, Säge meint 12a, Monte meint C, MK, boah, keine Ahnung. Ich tippe mal auf Plusquamperfekt. Joema meint 12d, Taco meint 12b, Emanuela meint 12c, Diana meint 12c, Benita 12a, Dinam 12c, Moda 12c, Fatma 12c, Luca 12b, Alice, Johannes mit 3s. Mit 3s, nein, mit einem S. Nina 12c. Alice oder Alice, ich liebe dich. Schreib bitte ein großes Rufzeichen dazu. Dankeschön, ich dich auch. Amre schreibt 12b, Sadia 12c, Alice, ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Dann Sophie meint C, Hossein schreibt 12c. Aha, schreib ein Rufzeichen dazu oder einen Punkt. Damit dein Satz fehlerfrei ist, musst du will klein schreiben. Sege 12c, Atice, Entschuldige, 12b. Du hast will, musst du klein schreiben. Und wenn du das andere dazu schreiben willst, dann musst du einen Punkt machen. Und wenn du nicht sauber bleibst bei dem, was du schreibst, werden wir dich blockieren. Dann Seidoma schreibt 12c. Senti schreibt 12c, Azur 12b, Seni, entschuldige, 12c. Noch ein paar Minuten. Noch ein paar Minuten, nein, ein paar Sekunden.
Nach ein paar Sekunden. Es tut mir leid, Alice, aber oder Alice, wir haben dich jetzt blockiert. Du kannst nicht mehr kommentieren. Nelly B. Noch 13 Sekunden bis zur richtigen Antwort. Und die richtige Antwort ist. Nelly meint noch D, hat korrigiert. C. Indikativ plus Quamperfekt. Vorgangspassiv war gefahren worden. Frage 13, und zwar wandle um Indikativ Präsenspassiv. Du musst nicht selber schreiben, ich habe es für dich schon aufgeschrieben. Aber was ist die richtige Antwort? Also, das Auto war gerade in die Garage gefahren worden. Jetzt suchen wir Indikativ Präsensaktiv. 13a, sie fährt das Auto gerade in die Garage. 13b, fahr das Auto in die Garage. 13c, fährt er das Auto gerade in die Garage. 13d, sie sagt, dass er das Auto gerade in die Garage fahre. Ich starte die Zeit. Wir suchen den Satz im Indikativ Präsens. Aktiv oder mit dem Indikativ Präsens aktiv. Der Ausgangssatz ist ja im Plusquamperfekt. Und jetzt suchen wir einen passenden Satz im Indikativ Präsens aktiv. Das Auto war gerade in die Garage gefahren worden. Also 13a, sie fährt das Auto gerade in die Garage. 13b, fahr das Auto in die Garage. 13c, fährt er das Auto gerade in die Garage? 13d, sie sagt, dass er das Auto gerade in die Garage fahre. Taco meint 13a, Anna meint 13b und Fatma meint 13a. Sonders meint 13a und Morte auch 13a. Ja, die richtigen weiteren Antworten. Schauen wir mal, was ihr so schreibt. Tinlam 13a, Benita 13a, Nina 13a, Daku 13d, Sadia 13a, Daniela 13a, Amal, na, Emi, entschuldige, Emi 13a, Christine 13a, Sophie 13d. Ah, übrigens, warum ich das immer falsch sage, ist, weil der Vorname ist ja vorne. Deshalb nennen wir ihn Vorname. Ja, Sophie 13D, Mohammed A, Lasa oder Marian B, Tiana 13A, Gulam 13A, Lala 13A, Moda 13A, dann Ziuba 13A oder Ludmilla, ich glaube Ludmilla ist dein Vorname. Dann MK 13a, Emanuela 13a, Joema 13a, Nelly 1b. Die Frage 1 war schon früher. Amre 13a, Flotilda 13a, Nelly 13b, Azur 13a, Marussia 13b. Noch 17 Sekunden bis zur richtigen Antwort. Marussia tippt auf 13b und die richtige Antwort ist 13a. Sie fährt das Auto gerade in die Garage. Es passiert jetzt gerade und es ist eine Aussage. Die Aussage ist im Aktiv, Indikativ Präsens aktiv. Ja, liebe Zuseher von FS1, da, die Facebook-Zuseher können ja jetzt mit mir noch weitermachen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ja, jetzt geht die nächste Frage weiter. Und zwar, Aufgabe 14. Oh nein, der Kaffee ist aus. Was passt am besten? Oh nein, der Kaffee ist aus. Was passt am besten?
Er darf Kaffee trinken, muss aber nicht. Er will Kaffee trinken, kann aber nicht. Er muss Kaffee trinken, darf aber nicht. Er soll Kaffee trinken, mag aber nicht. Was ist die richtige Antwort? Schreibt sie mir in die Kommentare. Und ich starte die Zeit. Also, Marussia tippt auf 14b. Oh nein, der Kaffee ist aus. Was passt am besten? Aufgabe 14. 14a. Er darf Kaffee trinken, muss aber nicht. 14b. Er will Kaffee trinken, kann aber nicht. 14c. Er muss Kaffee trinken, darf aber nicht. 14d. Er soll Kaffee trinken, mag aber nicht. Taco tippt auf 14b. Fatma tippt auch auf B. Daniela auch. Mai oder Lee auch. Ja, hallo Lee, schönen guten Abend. Emanuela tippt auf 14b. Ebenso Christine, Diana, Sadia und Nina. Ist das zu einfach? Ja, hier geht es um Modalverben. Tinlam tippt auf 14d. Lala auch. Nein, entschuldige. Lala tippt auf B. Tinlam auf D. Seni tippt auf 14b. Dieter schreibt, er will Kaffee trinken, kann aber nicht. Luca, dein Satz ist fehlerfrei. Luca tippt auf 14b. Jack schreibt, ich nehme 14b. Ja, genau, so kannst du das schreiben. Der Satz ist fehlerfrei. Dann Aditya tippt auf 14b. Ludmilla tippt auf 14b. Marte auch. Und Amr auch. Sondos ebenso. Und Bo tippt auf 14n. Bo, da gibt es kein N. Zeynep tippt auf 14b. Aufsperrdienst schreibt 14c selbstverständlich. Bo schreibt 14b. Und Hussein schreibt 14b. Lieber Aufsperrdienst, schau nochmal genau. Die Aufgabe ist ja, oh nein, der Kaffee ist aus. Unter anderen Umständen könnte das 14c besser passen. Aber hier, Bo korrigiert auf 14b und Hussein schreibt 14b, Nelly tippt auf 14b und Anna sieht zu. Hallo, schönen guten Abend, liebe Anna. Azur tippt auf 14b. Ich bin ja schon so gespannt. Was ihr von dieser Frage haltet oder von der Antwort haltet. Denn die Zeit ist gleich abgelaufen und die richtige Antwort ist 14b. Er will Kaffee trinken, kann aber nicht. Er kann keinen Kaffee trinken, weil der Kaffee aus ist. Ja. Jetzt die Bonusaufgabe, die lustige Aufgabe am Ende. Und zwar Aufgabe 15. Stell dir vor, du wärst ein Nilpferd. Was passt am besten? Ich wiederhole, stell dir vor, du wärst ein Nilpferd. Was passt am besten? Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich mehr wiegen als jetzt. Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich meine Katze als Nachspeise essen. Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann könnte ich viel besser Klavier spielen. Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich mir einen XXXXXXXXXL Bikini kaufen. Was passt am besten? 3 Minuten Zeit ab jetzt. Ja, überlegt gut, ja, man muss da wirklich gut aufpassen. Was passt am besten? Ich weiß, es passen vielleicht 2, ja, aber was passt am besten? Was passt am besten?
Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich mehr wiegen als jetzt. Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich meine Katze als Nachspeise essen. Wenn ich ein Nilpferd wäre, könnte ich viel besser Klavier spielen. Wenn ich ein Nilpferd wäre, dann würde ich mir einen XXXXXXXXL Bikini kaufen. So, also, ich schau mal, was habt ihr so getippt? Emir meint 15a, Emanuela meint 15a, Christine meint 15a, Taku auch, Lala schreibt XXXXXXXXXXL Bikini, hahaha. Fatma schreibt 15a, Emanuela schreibt, aber auch 15d. Ja, ich weiß, es gibt welche, die könnten gut passen, aber es gibt gute Gegenargumente. Amy schreibt 15a, Luca schreibt 15a. Marianne tippt auf A und D, Hanna tippt auf A und D. Bitte Achtung, die Frage ist, was passt am besten? Wenn es am besten passt, passt nur eines am besten. Bitte passt gut auf, das ist jetzt Leseverstehen und auch ein bisschen Hörverstehen, aber auch lustig, ja. Dann Nina, glaube ich, habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal, 15a, Amre 15a. Dann Bucha 15a, Zege schreibt 15a, Lala auch, Marian am besten passt A, MK tippt 15d, besonders 15a, aber auch D, am besten kann nur eines passen. Auch wenn zwei gut passen, aber am besten kann nur eines passen. Dann, was ist ein Nilpferd? Ich zeige es dir gleich im Anschluss an diese Frage. Ja? Dann zeige ich dir, was ein Nilpferd ist. Ja, auf Englisch könnte man auch Hippo sagen. Ja, 15a meint dann nochmals Hussein. Dann Teacher schreibt nochmal 15a und 15d, hahaha. Daniela schreibt 15a, Sini schreibt 15a, Taku 15a und D. Taku, es kann nur eines passen, es ist die Frage am besten. Ja? Die Frage ist nicht, was findest du am lustigsten? Die Frage ist, was findest du am besten? Emil schreibt, ist das eine Redewendung oder ein einfaches Sprichwort? Was meinst du genau, das mit dem Nilpferd? Nein, das ist einfach nur Konjunktiv 2 der Möglichkeit und die richtige Antwort, also auf die Frage, was passt am besten, würde ich mehr wiegen als jetzt, ja. Auch wenn ich jetzt 100 Kilo wöge, wäre ich immer noch leichter als ein Nilpferd, ja. Also ein Nilpferd ist in der englischen Sprache, sagt man auch Hippo, aber ich kann euch jetzt gerne ein Nilpferd zeigen, dann kommt die Verabschiedung. Also ich mache es im Internet, ich öffne im Internet jetzt einfach Google und dann zeige ich es euch bei der Bildersuche, also oder auch Bing-Suche, das macht ja dann nichts. Also Nilpferd, genau. Das ist ein Nilpferd. Man sagt auch Flusspferd dazu. Flusspferd ist ein Idiom. Ich mache das größer oder ich öffne es. Ja, das ist ein Nilpferd oder auch Flusspferd. Flusspferd und Nilpferd, das sind, ja, ich sage mal so, Synonyme. Ein Flusspferd oder auch Nilpferd. Ja. Man sagt Flusspferd dazu. Man sagt Nilpferd. Es gibt auch Großflusspferd oder Hippopotamus. Ja, das ist eine sehr technische Bezeichnung. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr so viele Fragen beantwortet habt, dass ihr so viel gewusst habt. Ladet bitte eure Freunde ein zum Mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf Gefällt mir. Teilt diesen Stream mit euren Freunden und ladet alle ein, die ihr kennt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich beginne nochmal. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Vormittag, Mahlzeit,
wenn ihr gerade esst, einen fantastischen Nachmittag oder einen schönen guten Abend. Aber ihr wisst ja, immer ist überall gerade jetzt. Küsschen, Tschüsschen, pfiat euch. Thank you.